So, wir sind wieder zurück. Ich habe versucht, mich oben ans Portal zu stellen und da die Aufnahme neu zu beginnen. Aber, liebe Freunde, da hat ein Firehawk mal ganz dezent diverse Löcher im Boden getan. Und da fällt man dann runter. Sehr tief. Dankeschön. Ja, sehr tief. Sehr tief. Ich muss mich jetzt schon wieder verwurzeln. Geh mal durch das blöde grüne Portal, falls du es findest. Ich glaube, Saddam wird angegriffen, wenn ich mir das so anschaue. Sa Was? ja? So rot am Blinken. Ich wurde Nicht angegriffen, aber angegriffen. Okay. ich habe mich erfolgreich gewehrt. Das ist schön. Das Ja, ich heißt, wenn wollte er eben wenig Leben hochkommen. hat. Ja, ich wollte eben hochkommen, aber die Feierhake, die hatte irgendwas dagegen, dass ich helfe. Fluchtversuch erfolgreich verhindert. Ja, direkt ein Loch und zack, zurück mit dir. Oh Mann, ey. Ey, ohne Scheiß, er hat das hier echt eiskalt am Anfang gesetzt, das Loch. Hier, womit du überhaupt nicht rechnest, so ein Zweierfeld, so. So, warte mal. Ich will den Golem haben. Da bin ich mal gespannt. Wow. Okay, du bist schon mal not bad, mein Freund. Los, du schaffst das. Ja, wenn die Feuerhake mir nicht wieder mit seinen Löchern, oh Gott, den Chaos macht. Bin immer noch hier unten. Nein! Was hab ich denn? Soll Sadat. Jetzt kommt Sadat zum Abstauben, Was weißt du? Ist so klar, er schaut sich das erstmal an. Ich nehme gleich wieder den Heiltrank. So, aber das ist mir jetzt zu doof. Ich suche mir jetzt das nächste Portal. Das habt ihr jetzt davon. Oh, hier steht jemand. Toll. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ja, mit dem wollte ich ja reden. Das Ach war's ja. Ich so. so, oh, da ist Mensch. Viele Gegner. Was machst du denn jetzt? Oh, hier ist der Ausgang. Der steht auf dem Menschen. Dann reden wir doch mal mit dem. Nee, er steht auf dem Menschen, der Kriegssaurier. Ich hoffe, das hat nicht wehgetan. Was kann der denn Tolles? Müssen wir irgendwie Oh, besiegen? hier war ich schon. Da ist ein Ding. Da warst du schon. Er möchte Golderz haben. Ja, wie viel? Für EP tue ich Moment. alles. Ach klar, haben wir aber reichlich. Oh, 18. Ja, dann gib doch ab. Mache ich jetzt. Oh, 32.000 EP. Questabschließen. Ach, Huh. Scheiße. Das war richtig EP. Ich auch. Endlich Level 20. Geil. Kosmetik, scheiße, Kosmetik. Guckt euch Was das ist an. Level Die 23? neue Talente. Kettenangriffe. Reduziert die Mana-Kosten deinem Kriegsschrei. Kettenangriffe habe ich schon. Nehme ich jetzt. Kettenangriff, geil. So, Attribute. So, jetzt wird es aber erstmal 5 mehr Mana. Und dahin noch was. Sehr gut. Also gerade die EP ist der Hammer von den Questdingern. So, ich klopfe Ist jetzt noch ein hier paar. irgendwo ein Händler? Oh, ich habe eine Hake. Oder nur der eine Typ? Rums. Oh, ich hab 4 Kampfsaurier. Etwas mehr als erwartet. Ich komme. Oh. Scheiß liegen Viecher, die Katzen. Warum? Die sind doch super. Da auch einen großen Hammer. So. Erfolgreich geradet. Woohoo. Ach, guck mal, da lässt er das ganze Gold drin liegen. Schämst du dich eigentlich nicht manchmal? Weg da, meins. Was will ich mit Gold? Ich will Möbel. Also zumindest könntet ihr ja mal unser Haus vernünftig groß und schön bauen, ne? Wenn ihr da schon immer so fleißig dabei seid. So mal, wenn ich wiederkomme, keine Ahnung. So eine Villa mit Lagerhallen, das wäre ein Traum. Oh,
Hallo Golem. Hallo Golem. So alleine. Habe ich noch normale Schleifsteine? Ja, ich auch. Oh, ja, warte mal, nee, doch, hier sind noch normale Schleifsteine. Da schleife ich doch glatt nochmal nach. Tsching. Rezept für Dings. Der greift mich an. Das macht er richtig. Los, komm zu Satan. Ja. Juhu. Ich hab da hinten noch einen, falls du noch Bock hast auf den nächsten. Ja. Nein! Er hat dich runtergeworfen! Ich bin runtergerollt. Ach, du bist runtergerollt, das ist natürlich äußerst ärgerlich. So. Was kriege ich eigentlich Tolles, wenn ich den Golem abbaue? Oh, noch mehr. Geil. Loot. Loot. Loothausen. Durchs Töten allein bekommst du gar nichts. Das ist immer schade. Erst wenn du da abbaust. Dafür bleibt das Loot aber auch länger. Ah, okay. Oh, hier ist noch so viel Gold, ne? Ich möchte eigentlich alles mitnehmen. So, ich glaube, wir haben auch recht viel getötet. Rüstungsfläschchen. Ja, was ist denn das, ein Rüstungsfläschchen? Erhöht die Rüstung auf 2 Minuten um 30%. Das ist ein Trank. Nice. Der läuft natürlich sehr gerne bei mir. Dieser wunderbare Trank. Ich hatte hier eben noch mal Gold gesehen, bevor einer von euch... Achso, warte mal. Ja, genau. Ich wollte ja was tun, ne? Ich wollte das zweite... hier ist eine Sackgasse, ne? Es gibt nur dieses eine Portal, was wir schon... Ja, aber das ist nicht schlimm. Ich hatte noch extra Monolisken hingebaut, damit ich das besser... Obelisken, nee. Oh, hier unten ist aber auch noch jede Menge Gold. Hab nichts gesagt. Wir sind noch beschäftigt. Also, ich habe 80. Unter zwei... So ein Angeber. Und unter zwei Stacks gehe ich hier nicht nach Hause. Gut, dann fahren für mich Erfahrung. Wir fahren doch alle damit für Erfahrung. Ja. Ah, nee, das ist mir zu heikel. Oh, da sind Wasserspeier auf dem Dach von der Kapelle. Alles klar, ich bin gleich wieder da. Ich baue mich mal kurz rüber. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber. Ich wusste es. Irgendwo ist eine Made. Nimm das, Maden! So. Gott, hier ist Goldhausen. Ach, mein Gott. Wenn ich endlich mal Gold finden würde. Das wäre eine tolle Sache. Wir brauchen, wenn dann, Kohle, um das ganze Gold einzuschmelzen. Ja, da kommt man ja jetzt mittlerweile easy dran. Naja. Also ich glaube, Kohle hat es noch nie gemangelt. Wir haben vorhin gefarmt. Kohle. Ja. Ja. Ja, aber du weißt mittlerweile, wo du Kohle kriegst und dann farmst es halt einfach. Das will ich damit sagen. Man bekommt weniger Eisen als die Erze. Echt? Ja. Weniger Kohle als die Erze. Das ist mir auch neu. Ihr wisst zwar, wo es Kohle gibt, aber die Kohle ist an den Stellen seltener als die Erze. Ja, dann ist egal, dann höhlen wir das ganze Ding einfach aus mit drei Mann. Dann werden Höhlgänge, hier, so Farmgänge gemacht und dann gib ihm Kit. Dann wird die ganze Insel einmal komplett durchlöchert und durchbohrt. Danach ist nichts mehr da, was man Insel nennen könnte. Genau. So, 98 Gold habe ich jetzt.
75. Ich arbeite noch an meinem 100er Stack. Ich habe, glaube ich, inzwischen genauso viele Wasserspeier. Da oben ist noch einer. Der König der Welt. Wir arbeiten zumindest dran, ja. Oh Gott, Halleluja. Ich lebe gefährlich, aber das lohnt sich. Aber ich habe mal eine Frage, ne? Schaut einer von euch noch regelmäßig Let's Play Videos? Also, schaut sich das überhaupt jemand von euch an? Also ich nicht. Reifen? Ja. Ich gucke nur noch angezockt Videos. Ja das gut, aber wie suchst du die? Wie ich die suche? Ja, wie suchst du die? Ich bekomme die vorgesetzt. Durch den Algorithmus. Das, was ich gerne gucke, ja, das kriege ich dann vorgesetzt. Ja, aber du musst doch irgendwann mal eine Suche aktiviert haben. Angezockt oder Suche ja, Let's Play Deutsch. Keine Ahnung, vor 10 Jahren irgendwann mal. Aber angezockt ist ja einmal nur so einmal angespielt. Ja, zum Reingucken, aber ein komplettes Let's Play, das komplette Spiel. Ja gut, mir geht's jetzt gar nicht drum, mir geht's drum, wie sucht ihr? Das ist für mich gerade interessant. Wie habt ihr gesucht? So der Algorithmus. Ich suche aktuelle Sachen, die mich interessieren, die suche ich. Wie? Was gibst du ein? Das Problem ist, die Frage ist, wie gucken die Leute das? Die Leute gucken das nur kurz. Ja, mich interessiert die Frage, nach welchen Begriffen hast du gesucht? Verstehst du? Ich suche nach dem Spiel, ja. Ja, wie? Ja. Und dann, was hast du als Zusatz eingegeben? Der Titel des Spiels ist... Meinst du jetzt wegen den YouTube-Hashtags, die du eingeben kannst? Nee, nicht Hashtags, mir geht es um Keywords. Ja, es ist ja eigentlich... Damals waren es Hashtags, heute sind es diese Keywords. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Die setze ich auch. Ja, die hätte ich nur gern gewusst. Also wenn ich PlayStation 1 Spiele zum Beispiel hochlade, dann gebe ich das so ein, als wenn irgendjemand ein Spiel von damals sucht, zum Beispiel Feuerwehrspiel PlayStation 1. Und dabei handelt es sich aber um Roscoe McQueen, was ich letztens hochgeladen habe. Ich habe hier dezent was am Arsch. Ich bin unter der Erde. Dezent meine ich 5 Saurier und ein Golem. Und ich denke mal, das ist so am besten funktioniert. Dass wenn jemand den Titel nicht kennt von dem Spiel, einfach nur eingibt, wie jetzt zum Beispiel bei Portal Knights, Minecraft-mäßiges Spiel, ne? Nee. So musst du dann diese Keywords setzen. Nee, also ich habe andere Algorithmen. Mit denen, also komm, ich habe auch schon beschlossen, also für mich gedacht, ich werde mal demnächst mich dran setzen und YouTube mal zusammenschneiden, wie ich meine Algorithmen mache. Weil das, was ich bisher jetzt rausgefunden habe, wie gesucht wird, scheint sich zu bewahrheiten. Und die werde ich dann einfach mal ein Video machen. Wie tagge ich richtig? Ja, na gut, ich meine, bei den Spielen, die du zeigst, das ist eh was anderes. Bei mir sind das alles alte Spiele und da kommen die Leute nicht auf den Titel, da geben die einfach irgendwas ein. Ja. Was sie da kennen von diesem alten Spiel, wie bei Porsche Challenge zum Beispiel, Porsche Spiel, PlayStation 1. Und das gebe ich dann ein als Keyword. Mhm. Ja, und ändere das noch. Porsche Spiel, PSX, Porsche Spiel, PS1 und so ein Scheiß. Da habe ich dann meistens so 10 Wörter drin in der Liste. Wow, nee, ich nutze die komplette 500er Breite. Ja, warum? Dafür ist ja. Also unter 15 Tags brauchst du eigentlich nichts machen. Das ist totale Vergeudung dann deiner Kapazität. Also, ich habe ja wie gesagt einen Obelisken gebaut. Damit ihr gleich da auch hinfindet. Da. Wir müssen ja nicht mehr hinfinden. Wir können uns jetzt direkt über die Map hinporten. Weil das Portal aktiviert ist. Ach, das reicht schon? Ja. Damn it. Alles umsonst. Was können wir denn eigentlich Schönes bauen mit Gold? Können wir da auch Rüstung bauen? Ich gehe davon, also zumindest gehe ich davon aus, soweit ich weiß, Kisten. Ach ja, wir haben ja noch gar nicht abgegradet, ja, stimmt. Wir können uns ein Haus bauen. Toll. Aus purem Gold. Nee, ich werde da echt mal, glaube ich,
mich jetzt mal, ja, mal schauen, am Wochenende, ob ich es schaffe, ein Video zusammenschneiden dafür. Was ich so, also, was ich rausgefunden habe, bewartet habe. Es scheint zumindest irgendwo zu funktionieren, weil seitdem ich das anwende, kriege ich mehr Zugriffe auf die Videos. Das kann ich ja verfolgen. Stimmt. Ich hatte das letztens mit dem Video, was ich gemacht habe, zu diesem DirectX-Emulator. Mhm. Und sowas gibt es ja selten, so eine Videos. Also gibt es zwar schon ein paar, aber ich habe da auch so diese Wörter gesetzt wie DirectX Rapper, DirectX Emulator. Und das haben die Leute tatsächlich dann dadurch gefunden, weil sie das so eingegeben haben. Ja, du kannst dir die Keybegriffe nachsuchen lassen, ja. Genau. So nach Gameplay suche ich zum Beispiel. Ja, also Gameplay gebe ich, habe ich eigene Tags auch für. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass Leute mit danach suchen. Und die Leute müssen es natürlich sehen wollen, das ist natürlich das Nächste. Ne? So, also hier dieser ganz hohe Turm, ne? Ganz ehrlich, wer den jetzt übersieht... Ich sehe Satan und ich sehe Feuerhacke. Ich sehe dich auch. Okay. Ah! Wow. Soll ich das Loch tiefer graben? So. Die rennen vor mir weg, die Gegner. Das gibt's doch gar nicht. Puh, das war knapp. So, aber ich glaube, Timo hat echt sich das Spiel runtergeladen. Der ist die ganze Zeit schon ruhig. Der scheint Spaß dran zu haben. Das freut mich auch. Wenn ich immer, also das finde ich tatsächlich immer wieder ganz cool, wenn ich Leute dazu bringen kann, ein Spiel zu kaufen, weil sie es hier gesehen haben und gesagt haben, boah, voll geil. Ne? Sowas wie Northgard oder so, habe ich auch bei anderen gesehen. Finde ich auch saugeil. So eine Art Siedler mit Wikinger. Finde ich auch, stehe ich voll drauf. Habe ich Kiba-Antrag zwar ja, noch nicht bekommen. Ja. Wir könnten einen Zauberer brauchen oder so irgendwie sowas. Oder einen, keine Ahnung, einen Jäger. Ja, das wäre cool. Also ein Zauberer wäre schon ganz geil wegen den Tränke, weil der auch Interesse dran hat, dass die Dinger weiter abgebaut werden. Vorgebaut werden. So. Boah, hab ich ein Schwein. Was macht ihr gerade? Ich hab gerade noch jemand umgekloppt und. Hey, guck mal, da ist ein Portal. Und rat mal, was ich da jetzt mache. Reingehen. Nicht durchgehen. Verdammt. Juhu! Nein, meine Erdblöcke. Nein, meine Erdblöcke. Du hast doch so viele Erdblöcke, Mensch. Ja, da kannst du ja Stunden später bauen. Wir haben Gold, Mann. Jede Menge Gold. 140. Keine Ahnung, irgendwas bei 100 muss ich haben. Muss ich gleich schauen. Neukor. Oh, das sieht ja interessant aus. Was sind das für Neine? Noch eine neue Insel. Oh, cool. Aber Satan ist halt immer der Schnellste, weil er der Horst ist. Oh, der Horst. Gaze. Was ist Gaze? Oh. Neukor. Bisschen in Stonehenge. Was ist das? Was ist das? Gaze. Keine Ahnung, Boss ab. Komm. Es ist aber auch so echt, du kommst auf eine Karte, alles komplett neu. Weißt du das? Oh, guck mal, das Viehzeug da oben. Das abbauen. Oh, das ist Kohle. Ist das? Weißer Schleim. Wow. Warum greift mich weißer Schleim an? Wow, und nicht gerade wenig. Warum schwebt der? Weißer Schleim greift dich an, weil du Vaginator bist. Warum sonst? Ich glaube, der hat Heiligschaden oder sowas. Ich glaube, die droppen blaue Steinchen. Oh Gott, die sind ja fies. Muss erst warten. Boah, die machen 100 Damage, wenn die runterkommen. Ja, nee, klar. Ich bräuchte jetzt langsam Hilfe. Weil sind das an ist. Unsere Grenzen angestoßen jetzt hier. Die tun nämlich richtig weh. Ja, das geht gar nicht. Nee, das ist. Okay, ich sollte mal mein Schwert schleifen. Das wäre auch von Vorteil, ja. Ich glaube aber, daran liegt es nicht. Die sind stark jetzt hier, die Gegner. Ach, das ist mehr als einer. Hab ich doch eben schon gesagt. Komm her, du. Schatten. Ey, der hat mich zweimal getroffen, ich bin schon wieder fast tot. Ja, der hat so einen doofen Dot. Erstmal eine Runde stehen bleiben. Erstmal verwurzeln. Und nebenbei abbauen. Hier, alle Krieger erstmal direkt verwurzeln. Das ist so ein Geldschwein, das geht überhaupt nicht. Ja, echt, das ist ja wirklich. Das ist nicht mal untertrieben, das ist ja wirklich. So, Heilung fertig. Ich habe ja erhöhte Regenerationsrate. Hier sind wieder komische. Oh Gott, was ist das für ein Stein? Ich will haben. Meiner, bevor jemand anders. Kohle, hier gibt's Kohle. Keine Ahnung, was ist das? Da drüben wieder so ein Kohle. Oh mein Gott, das war ein Obsidianblock. Ja, diese kleinen Steine.
Aua. Au, da kommt mich an hier. Weg da. Ich muss mal gerade meine... Kannst du nicht mal in Ruhe Kohle holen hier? Meine Dinger wieder aktivieren. Mistschweine. Hier, nehmt das, ihr Affen. Ist das denn hier Eis, Leute? Ah ja, okay, ist okay, okay, das sind Affen. Komm, Mungo. Ne, Kungo. Pongo? Wie ist das? Ich glaub, der Kupongo hat sich auf der Map verirrt irgendwie. Das ist. Ja. Oh, nochmal diese bunten Steine hier. Rucksack voll. Voll. Oh, das ist doch bestimmt wieder irgendeine Scheiße für den Magier. Rezept für Stiefel des Zorns. Keine Ahnung, ich will's lernen. Ich habe übrigens noch ein Rezept für diesen Brustplattenpanzer des Zorns übrig. Immer her damit. Hast du den schon? Nein. Hast du noch nicht? Okay. Nein, immer her damit. So, was muss ich denn dafür? Ach, gar nichts, ich hab Platz so. Feierhack kriegt direkt den Angriff im Hintern. Also entweder habe ich ihn in die Kiste gelegt oder ich habe ihn vernichtet. Er hat ihn vernichtet. Ich glaube, ich habe das Rezept. So, warte mal. Ich schleife erstmal hier erst nochmal alles nach. Dieser weiße Schleim hier, der kotzt mich an. So. Yay, ich habe ihn erlegt. So. Alles nachgeschliffen? Macht eine Feuerhake hier hinpissen oder was? Das sah so aus. Das ist in die Ecke pinkeln. Ja, genau. Reviermarkierung. Alles klar, ich kenne die Insel nicht. Pinkeln wir es, Mann. Oh, ich habe hier ein. Ich bin nicht sicher, ein Dungeon? Hier ist Wasser? Nee. Aber hier ist eine Steinstadt. Oh, Sardan ist dran. Ich wollte schon sagen. Mein Rucksack ist voll scheiße. Das Ding schlägt hier aus wie Hulle. Aber wir müssen noch weiter nach Norden. Was. Nö. Wir müssen weiter nach Norden. Also, hier. Danke. Gerne. Wir müssen weiter in diese Richtung. Ach, guck mal, es steht hier schon. Habe ich uns richtig den Weg gewiesen. Hätte ich auch ohne dich geschafft. Schriftrolle der Teleportation. Was mutiert? Zum anvisierten Punkt. Aha. Schuppen können weg. Schuppen brauche ich nicht. Bären können auch weg. Wow. Spiritus finde ich geil. Knochen können weg. Kupfer haben wir mittlerweile auch mehr als genug. Wow, hier ist Wasser. Wie viele Portale gibt es hier? Hier gibt es 2 auf jeden Fall. Diese Firehake, das ist doch, weißt du? Da holst du diese scheiß Portalsteine raus, um zu bauen. Hier in die Richtung ist noch einer. Ne? Das ist schon fertig. Nee, in die Richtung geht noch einer. Man möge eine Brücke richten, um aufs andere Festland zu gelangen. Wohin? In die Richtung, man wo ich schaue. Wo die Monster sind. Ich habe gerade kein. Hier, nur damit du siehst. Warte. Siehst du? Oh, wir sind fast drüber. Da fehlt nicht viel. Hey. Tschüss. Ich muss mitgehen. Oh, warte. Oh, nicht beim Wasser. Wollt ihr mich veräppeln? Jetzt stehe ich hier oben alleine. Ja, so ist das halt. Ich grabe mich mal hier runter. Nein, nicht runter. Raus. Oder wo auch immer. Ich schaue erstmal gerade, bevor du runtergräbst. Was sagt denn jetzt? Oh Gott, ich muss einen Mana-Trank schlucken. Regeneriere das Zeug nicht genug. Wow. Bin ich gut? Nee. Gibt's Kohle? Ja, du bist in der Nähe auf jeden Fall, aber. Genau, mehr in die Richtung. Kann ich dir gleich nochmal zeigen? Warte. Machst du mal gerade einen etwas größeren Hohlraum? Von links und rechts? Dann sieht man das besser. Dieses Eisenbohrgerät, ey, wenn wir das noch eine Stufe höher kriegen. Ich finde das spul, aber kommt man mit der Steuerung nicht so klar. Auch da gewöhnt man sich. Hier, pass auf, ich aktiviere jetzt. Siehst du das? Ich kann natürlich nicht die Höhe nennen. Ja. Ihr nehmt die Erde, ich hab's oder? Gefunden, da ist es. Was hast du gefunden? Das über uns? Geil. Über uns ist es oder was? Natürlich.
toll, Firehawk. Hast versagt. Tja. So, ich wusste dann schon, dass es hier drin ist in diesem. Dann möge er sich bitte einfach eins von vielen, diesen zwei Möglichkeiten an Portalstein nehmen. Wie gesagt, Timo, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, außer selbst wenn, kannst du es dir ja so umlegen. Du darfst es auch nicht wie in Minecraft sehen, sondern mehr als eine Art andere Version. Du hast viel mehr RPG-Elemente, du hast Rüstung, du hast, also, ja, Rüstung, Waffen hast du da auch bei Minecraft, ja, aber hier anders. Aber du hast Stats drauf. Ja, das ist wie Lego, nur mehr wie Playmobil. Ja, genau. Du hast Stats drauf, du kannst Zauber, du hast Klassen. Es ist nicht halt so classless wie Minecraft. Sada, nimmst du jetzt bitte mal so ein, so was auch immer hier? Ach, soll ich reingehen? Eins der Portale? Ja, was sollen wir denn sonst hier? Achso, dann nehme ich das hier oben. Wir können doch auch selbst spawnen. Alt Hinterdorf. Alter, ich fahre jetzt zum zweiten Mal in dieses Loch, ne? In dasselbe Loch. Es ist so schlimm. Ich bin gerade auch runtergefallen. Voll zweimal in dasselbe Loch, was du mir gebuddelt hast. Ich bin heute, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal in deine Löcher gefallen. Oh. Das ist das Schlimme. Okay, Gold. No, läuft. Baut schon ab. Jo, es gibt hier auch nur One-Way-Ticket, meine Freunde. Juhu, erstmal direkt. Erstmal Eindruckschild in der neuen Nachtschaft. Genau. Erstmal direkt einen Sprungkick ins Gesicht. So, noch mehr was zu melden. Hier ist, auf jeden Fall ist hier echt Gold, ey. Hier könnte es auch mehr geben, weil das wird ja von, ich weiß nicht, wie viel gab es? 3 oder 4 Maps von jeweils einer Welt? Boah, de facto, hier ist sehr viel Gold. Hier sind Grunzer-Berserker. Ich hab roten Schleim. Level 23, ne? Wenn's mal interessiert. Boah, da hängt noch viel. Oh, hab ich nicht aufgepasst. Na komm. Komm, spring. Hier ist ein Dungeon. Oh, Mister. Ich muss immer diesen einen Hit nehmen und dann ausweichen. Das gibt ja mir echt reichlich, der alte Sack. So. Brauche mehr Mana. Ich finde das doof, dass ich nicht mehr Mana-Rack haben kann. Bist auf du jeden Fall. Magier? Ja, nein, aber so ein bisschen mehr Mana-Rack wäre ja schon ganz geil. Komm her, Schleim. Gut gezielt, Junge. Komm. Oh, jetzt dachte ich schon, mein Mausrad ist im Arsch. Das Mausrad muss brennen. Ich hatte schon viel zu lang keinen Händler mehr. Ja, du bist so arm, ne? Nur 50 Millionen auf dem Konto. Vielmehr mein armes Inventar. So, deshalb geht das. Irgendwo muss ja mal was brennen und leiden, ne? So, apropos Inventar. Hast du unter diesem Dach da, könnte ein Portal sein. Ich habe noch nicht geschaut mit meinem Radar. Ich bin hier gerade erstmal auf so einem Weg in so ein. Nämlich irgendwie. Dafür genau. Warte mal. Warte, bevor du was machst. Entweder hier oder im Turm. Du siehst, in welche Richtung. Turm wahrscheinlich. Turm, eindeutig. Aber die Schleime kann man gut kloppen. Das ist ein Typ. Aha, das ist nicht nur ein Typ, das ist auch eine, der will, oh Gott, der hat eine Goldbarre. Nee, nicht Barre. Wie heißen diese Fahrbahnen? Es ist ein Händler. Der verkauft Golderz und Kohle. Kohle ist teurer als Golderz. Ja, ist doch egal, du hast doch 50 Millionen. Nee, warte. Er hat weniger Goldsatz als Gold.
Touché, Schleim. Komm her. Leer gekauft. Leer gekauft. 50 Millionen Euro. Nimm sie hier. Ja, mittlerweile ist echt, also vom Level her merkt man das, ne, dass die mehr aushalten. Aber ja, Timo, einfach mal ein bisschen zuschauen, das geht auf jeden Fall ganz gut, das Game. Macht auch, wie gesagt, Laune, mach's mal mit einem Kumpel, dann geht das gut. Das spielt sich dann irgendwie von alleine dann nachher. Also man kommt da sehr schnell rein. So. Und wie gesagt, gerade in der Ego-Sicht... Fuck. Bin schnell genug ausgewichen. Okay, oben ist schon mal nichts. Ich habe wieder 5000 Gold mehr. Hast du wieder... Achso, du hast erst gekauft und dann verkauft. Ja. Das ist geschickt. Erstmal 5000 mehr. Erstmal ihm dein Geld andrehen, um es dir dann wieder zu holen. So hast du es ja gemacht letztendlich. Meine Lebensreck ist der Shit, wenn ich stehe, ey. Verwurzeln geht voll. 100%. So. Oh Gott, Level 23 Bomberdinger. Wieso haben die Kupfer? Wenn die Kohle hätten, könnte ich das ja verstehen. Okay, hier ist nichts. Hallo, Secret. Ach du Scheiße, hier ist richtig viel Gold. Guck mal, ganz allein ein jungfräulicher Dungeon für mich. Ja. Du bist aber nicht da, wo ich bin, oder? Nein. Macht euch weg, ihr kommt in meine Nähe. Gibt's doch nicht. Sicher, dass ich da noch nicht drin war? Das klingt so falsch. So. Yeah! Ich war zuerst hier. Ja, mal sagen. Nice try, Junge. Komm her. Oh. So. Mal toll, alles... Oh, Rucksack voll, warte mal. Was kann ich denn wegschmeißen? Oh. Was ist das? Rezept für Springbombe. Backpack. Okay. Das habe ich schon. So. Erstmal die Türen wieder aufmachen. Ja, das Schlimmste ist. Du hast da noch Türen. Seht ihr, wer da unten schon wieder am Geiern ist? Unglaublich, ne? So, jetzt schaue ich doch erstmal. In die Richtung. Okay. Ich denke, oh, hier ist alles in Ordnung. Niemand stört mich. Und wer ist da am Grasen? Die Partyhake. Er feiert da unten seinen privaten Keller-Rave. Und lass mich so ein bisschen von Bomben gucken. Aufwärmen. Aufwärmen? Du weichst also nicht aus, du nimmst den Schaden. Ja. Komm her. Schön ins Gesicht. Okay, hier ist wieder die... Ich will mir die Mühe machen, die zu töten. Wow. Okay. Interessant. Wie bist du denn da reingekommen? Ich habe hier nämlich jetzt Sackgasse. Bei mir. Das wundert mich jetzt gerade. Was? Ich wundere, dass ich Sackgasse habe. So, apropos Sackgasse, ich könnte mir mal wieder ein paar Steine zusammenbasteln. 1, 2, 3, 4. So. 6 Stück habe ich zusammen. Oh, es ist Tag und draußen gibt es irgendwas zu kloppen. Aber wir haben jetzt gerade festgestellt...
Irgendwo, wo Zadan ist, wird höchstwahrscheinlich das Portal sein. Ja, hier wird's. Hast du gesehen? Hier wird's größer. Oh. Weißt du, er ist ein Händler. Ja, das erzähle ich euch jetzt gleich, das wird mich lustig. Raketen verkaufen. Ich habe Raketen? Wieso habe ich Raketen? Kupfer verkaufen. Denk dran, der hat mir schon 5000 Gold bekommen. Ja, yeah. Ich sehe, der hat nicht mehr viel Geld. Der hat kein Geld mehr. Hier kommt Erdblock. Nehm. Knochen. Nimm's auch. So. Nö, ich will nichts. Und tschüss. Weißt du? Aber hier, das lässt er liegen. Das ganze Geld. So, meine Freunde. Irgendwo hier, behaupte ich, ist... Nee. Oh, dicht dran. Ich hab's Portal. Ich wollte sagen, ich stehe eigentlich fast drüber. Aber ich sehe dich auch unter mir. Daher heißt es, ich bin... Oh, Alter, was ist das denn hier für Goldhausen, ey? Leider kann ich nach oben nicht so schnell graben wie nach unten. Nicht schlimm. Ich komme gleich rein zu dir. Und ich habe nur noch 2 Steine. Das hier scheint Ruin zu sein. Ja, da bin ich schon. Hallo. Guck mal, genau von der anderen Seite des Portals habe ich ein Loch reingegraben. Ich habe genug Steine. Daran scheitert es nicht. So. Tada! So, weiter geht's. So, alle soweit? Oder jemand, der noch dringend was erledigen muss? Bin noch am Gold. Wollte noch schauen, was du das. Ja, ich habe 134 Gold. Wie viel Gold wollt ihr? Wir haben zusammen irgendwie 500. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr zusammen. Ja, dann ist doch gut. Aber ich will noch zum Händler. Du Schwein! Ja. Ich habe gerade mal 200 Gold. Das reicht doch. Da verlierst du nicht so viel, wenn du stirbst. Also es gibt, glaube ich, keine Rüstung aus Gold. Habe ich noch nicht gesehen, obwohl ich nicht weiß, was die anderen Sachen alle brauchen, um sie abzugraden. Erstmal den Tisch upgraden. Ey, Level 24, ne? Ey, wir müssen auf jeden Fall nachleveln gleich irgendwann. Oh, guck mal hier. Hammer. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, hier sind Vasen. Sehr schöne jetzt. Hier ist Vasen und gratis XP. Was sind das denn? Gelbe Steine gibt's hier. Und Kohle. Obsidianblöcke, was ist das hier? Gaze. Das ist interessant. Wie viele Portale... Oh, hier gibt es 2 Wege übrigens. Also das meine ich, ne? Ihr müsst Portale suchen. Hier könnten wir den auch schon... Also hier haben wir den nicht gefunden. Aber hier sind wir dann lang gegangen. So, hier. Seht ihr, das sind überall Wege. Und man kann immer dann nur... einen Weg finden, beziehungsweise man kann mehrere Wege finden, aber dann muss ich nach dem Weg suchen. Rohe Sanddiamanten? Was sind das? Ach, die goldenen Dinger hier. Das sind Diamanten oder sind das diese, wie so diese blauen Steine und rote, die wir bisher hatten? Das sind diese blauen und roten Dinger da. Bloß halt in Gelb. Okay. Blau und rot? Also unsere Eltern haben früher gesagt, grün und blau. Naja. Dachte ich gleich, grün und blau. Also ich kann die Hälfte aktuell dazu beisteuern für das Portal hier. Ich kann gar nichts mehr beisteuern. Moment, ich habe noch 17 Fragmente, ich baue mal was. Ja. Ich gehe ein bisschen kloppen. Ich gehe mal in die Festung. Obwohl, ich habe Kohle gefunden. Kohle nehme ich immer mit. Ich komme mit, Festung. So, du willst doch nur wieder Möbel abbauen. Wie viel fehlen noch? Wie viel? Verdammt. Hast du noch einen Stein? Ja, habe ich. Aber das geht auch von hier. Siehst du, ich bin drin. Obsidian-Schleifstein. Was ich Donner gucke.
Gibt's hier irgendwas Tolles? Nee. Sadan, was wolltest du? Ich wollte nur wissen, wie viele noch fehlen, aber jetzt habe ich es drei. Wow. Alter, Donnergucker, Level 24, not so nice. Deshalb sagte ich Vorsicht. Fallende Krieger hier draußen. Lass mich rein. Grünes Portal. Hey, haust du mein Freund? Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Portal. Nö. Geht schon. Level up. So wieder. Ja, ich war ja hing auch gewaltig näher. Ne? So. Hab eine Steinbank. 21. Die EP wird auch immer größer. Das nächste Talent kommt mit 25. Jeden Feind und Reichweite. Hier drin ist nichts mehr. Jetzt schon drastisch erhöht. Außer möglicherweise ein Portal irgendwo unten. Achso, warte mal. Wow, hier gibt's kein Portal. Doch, oh. Gibt es. Das eine, was bekannt ist. Mehr nicht. Achso. Ach, das andere war von der anderen Richtung her. Genau. Also es das gibt nur dieses sieht nach eine. Mond aus, das nächste. Ja, dann, ne? Bereit zum Weiterreisen? Ich frag gar nicht. Rein da! Ich hätte jetzt über die Welt gemacht. Also ich bin doch schon drinne. Warp zur Mondlandung, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass. Das ist eine Lüge. Das ist nur Kulisse. Lasst euch nicht überzeugen. Genau, das ist noch von den Amis hängen geblieben. Die waren hier schon. Oh Gott, da steht ein dicker Boss auf. Geil. Oh. Was ist das? Da will ich hin. Das ist ein Pilz, Sternwasser. Ist das jetzt der Mond, den wir sonst immer gesehen haben? Keine Ahnung, also ein Portal. Da drüben ist ein grünes Portal. Ja, das ist auch. Es ist wieder One Way, ne? Also es gibt nur dieses eine hier. Haben wir irgendwie Gravity? Come check out my Gravel Pit. Erdblock und das ist. Ganz normal. Was ist das für ein Stein gewesen? Anorthosit. Das Portal. Keine Ahnung. Obsidian und Basalt. Oh oh. Schleifstein. Was leuchtet denn da drüben? Das sieht ja geil aus. Oh oh, ist immer so eine Ansage. Der Boden hier ist relativ dünn. Ach so, deshalb. Würde mich nicht zu weit runtergraben. Guck mal, Basti. Guck mal. Was denn? Siehst du das da? Ach so. Das, was da so leuchtet. Ja, die Pflanzen, ne? Nein, dieser Ball da, der da leuchtet. Du meinst den Blob? Ach bloß, jetzt bin ich wieder der Einzige, der das sieht. Was denn? Na, da ist so eine leuchtende Blase da vorne. Ja, so ein Nebelmond, meinst du. Kann das sein? Ja, sowas in der Art. Was ist das? Du bist wieder bekifft. Ich sehe gar nichts. Ja. Los! Oh, guck mal, Firehawk, guck mal. Ich habe ein lohnenswertes Ziel für dich gefunden. Siehst du das hier unten? Da leuchtet Licht raus. Das ist Abgrund. Nee. Also ich als Sicherheitsbeauftragter finde diese Stelle nicht so gut. Oh. Hallo. Oh. Das ist sehr nett von uns. Wobei der es auch wollte. Ja. Nein, die EP! Jetzt mach die Scheiße. Kann ja auch nicht wahr sein. Oh, fucking hell! Wo kommt das Loch her? Ich als Sicherheitsbeauftragter kann diese Aktion nicht gutheißen. Wer hat das gebaut?
Aber mir geht doch gar nicht um Verkäufer. Guck mal hier runter. Siehst du das? Ich guck nicht, ich verkaufe. Ich muss das Geld aus dem Verkäufer prügeln. Ist hier ein Verkäufer, echt? Wie viel Geld hat er denn, dass du da noch immer drin steckst? Viel. Oh Gott. Nimm den Mond. Ich habe inzwischen fast 20.000. Wow, ich habe 1600. Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Ja, klar. So, warte mal. Wow, sie hat Sternenlicht, Knoblauch. Okay, hier kann ich Pilze kaufen. Hoffentlich, cool. Hoffentlich haben die es in sich. Wehe denn dem nicht? Hier gibt es genug Pilze, die seltsam aussehen. Ja, aber ich will nicht alle probieren. Die könnten auch einige giftig sein. Da bin ich dann ja doch manchmal etwas skeptisch. Was will ich denn hier? Hier, guck mal, der Steinbock, der ist scheiße. Den kannst du verkaufen. Was habe ich denn noch mit? Sternwasser will ich behalten. Okay, das reicht mir. So, ich will wissen, was hier unten ist. Da leuchtet so lustig. Jackpot, Kiste. Alles klar, meins. Vergiss es. Niemand wollte es. Was passiert eigentlich, wenn ich diese gelben Steine abbaue? Kommt da Mana wieder raus? Ja, Mana-Trank. Alles klar. TNT habe ich gefunden. Cool. Was brauche ich denn gerade nicht? Basalt haben wir genug, ne? Ja, weg. Ja. Welche Bank brauche ich für Basalt? 2 oder 3? Für Schleifsteine? Mhm. 2. Für Obsidian wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Aber wir haben sowieso Werk 3. Ja, ich habe aber 2 mit. So, jetzt muss ich gerade mal schauen, wo kann ich denn die Schleifsteine herstellen? Werkbank. Wo waren denn die Schleifsteine? Da, Schleifsteine. Basalt kann ich erst mit 3 bauen. Wow. Was brauche ich zum Abreißen für 3? Hat einer Eisenbahn? Nein. Nö, nicht dabei. Ich hab Gold. Ich hau's mit der Hand kaputt. So. Habe ich jetzt das Ding wenigstens aufgenommen? Den Mana-Trank? Wahrscheinlich nicht. Der ist jetzt, glaube ich, weggegangen. Kommt irgendwer mit grünen Steinen zum Portal? Nee, ich muss auf meine Uhrzeit achten und die sagt, es ist jetzt Feierabend. Das heißt, wir müssen einmal nach Hause porten, bitte, die Herren. Könnte jemand bitte die Reimreise antreten? Vielleicht, ich bin noch im Kampf. Oh. Seht ihr das? Das Feuer. Unter der Sterne. Schon cool. Sieht aber auch badass aus mit dem Bohrer. Sehr gut. Schnell einen Pilz mitnehmen. Steine finde ich genug. So. Das nächste Mal, wenn ich komme, stehen da nur große Truhen. Schön fein säuberlich sortiert. Du hast unsere Hunde noch gar nicht gesehen. Die Wachhunde. Ihr habt Wachhunde? Du meinst die an der Eingangstür? Doch, die habe ich gesehen. Habe ich noch gelobt, dass die aus Jade sind. Ja. So. Wir haben pinke Steine. Seit wann hatten wir pinke Steine? Oh, nee, ich frage einfach nicht. Das war die Asien, ne? Ah. Nein. 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 Ja. Ja. Ah, jetzt brauchen wir das Anorthosit von dem Mondofen. Obsidian, alles dran. Ich fange erstmal an, Rohstoffe wegzupacken. Sonstiges, Verbrauchsgut, sonstiges. Wir brauchen 14 Gold für einen Barren. Ja, nicht schlimm, ich habe hier ja jede Menge. Pack das ja alles mal in die Kiste. Gold.
Silber. Wo habe ich denn Silber mitgenommen? Hm. Schleifsteine. Das sind alles Tränke. Echt Eis. So. Sortiere mal gerade innerlich. Ich sortiere mal gerade innerlich. Ja, den muss ich mir merken. Nicht wundern, hier steht jetzt plötzlich eine Werkbank. Die will ich gerade auf 3 aufwerten. 10 Holzscheine und 4 Eisenbahnen. Eisenbahn habe ich hier. Da. So, einmal upgraden. Schwupp, 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 schwupp. Tudu. Ist immer gut, eine. Was braucht ihr denn jetzt? Saddam, bist du da drin? Raus da. Lump du. Ja, lässt sich anders. Ey, jetzt hat er meine Bank. Gib mir meine Bank. Die habe ich teuer erfarbt. Nehme ich die. Suchst du aus. Gib mir meine Bank. Ich habe die doch gar nicht. Du hast die eingesteckt. Hast du die jetzt abgebaut? Ja. Die hast du im Inventar. Und da, siehst du? Ah, geht auch. So viel Mühe gegeben beim Ab. So. Was brauche ich da als nächstes? Gold. Wow. Für 4. Hast du schon Gold? Hat jemand schon Goldbahn hergestellt? Fragen wir mal gerade so. Nein. Ah, hätte ja sein können. Dann hätte ich mich gleich mit abgegradet. So. So, liebe Freunde. Ja. Wir sind schon wieder 50 Minuten. Mein Gott, ich eigentlich wollte nur 45. Ich sortiere jetzt noch ein bisschen das Inventar aus, sodass für die nächste Folge alles etwas schicker ist. Vielleicht gibt es auch wieder einen Bosskampf. Mal schauen. Ich denke mal auch Saddam und die Feierhake werden da wieder mit ordentlich fleißig dabei sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Einen schönen Abend wünsche ich noch. Macht's gut!